In ihrer ersten Regierungserklärung sprachen sie mit Hesse vom Zauber des Anfangs, aber auch von Brechts Mühen der Ebene. Wie sehen Sie das Regieren heute? Mehr Zauber oder mehr Mühen der Ebene? Man hat eine große Gestaltungsmöglichkeit in solch einem Amt. Ja, das ist natürlich geblieben und hat immer noch den Eindruck, ja, nach so langer Zeit der CDU-Regierung, immer noch sozusagen den Eindruck des Besonderen, aber natürlich, es ist Alltag eingekehrt, Regierungsalltag. Man hat die ersten größeren Probleme, ja, zum Beispiel im Bildungsbereich das Problem, die vielen Baustellen sozusagen gut zusammenzufügen. Da kann nicht alles rundlaufen bei so einem schwierigen Bereich. Also man ist in der Tat im Regierungsalltag angekommen, aber das ist ja nach anderthalb Jahren auch nicht verwunderlich und ganz normal. Im Moment genießen Sie unglaublich hohe Popularitätswerte. Wie erklären Sie sich die hohe Zustimmung? Ja, wir haben einen anderen Politikstil begründet. Ich versuche den Menschen rein Wein einzuschenken. Also das heißt, sind ja hohe Erwartungen da. Die haben wir aufgenommen, aber wir müssen auch klar machen, dass nicht alles auf einmal geht. Manches nicht bezahlbar ist, man auch manches abspecken muss und wegen des Haushalts auch auf sich auch schmerzhafte Einschnitte gefasst machen muss. Und ich habe den Eindruck, die Leute sind froh, wenn ihnen kein X für ein U vorgemacht wird und wenn man einfach offen mit ihnen umgeht, aber auch klar macht, man hat eine dienende Funktion, man ist sozusagen eigentlich Beauftragter der Bürgerschaft und nicht Chef einer Baden-Württemberg GmbH. Ja, das ist sozusagen einfach eine Stilfrage erstmal. Und ich glaube, Sie sehen auch, dass wir die Aufgaben wirklich entschlossen anpacken. Ja, insofern sehe ich das natürlich mit Befriedigung. Ich weiß natürlich auch, sowas unterliegt auch Stimmungsschwankungen, also man darf sich auf sowas nicht ausruhen. Sie werden ja oft als Landesvater bezeichnet. Sehen Sie sich selbst auch in dieser Rolle? Ja gut, vielleicht bin ich in die Rolle hineingewachsen. Vom Alter her steht mir natürlich sowas durchaus zu. Aber am Anfang habe ich mich dagegen gewehrt. Das ist ein etwas altertümlicher, paternalistischer Begriff, der jetzt eigentlich nicht so zu den Grünen passt. Aber ich habe ihn dann nach einigen Monaten des Widerstrebens angenommen, weil die Leute mich so sehen, weil da auch ein Wunsch dahinter steckt. So interpretiere ich das, nämlich der Wunsch nach Ruhe, nach Gelassenheit, nach Unaufgeregtheit, nach Besonnenheit. Und ich glaube, in solch schwierigen Zeiten, in denen wir sind, ja, in den globalen Krisen, wie jetzt die ökologische Herausforderung mit dem Klimawandel oder die Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise, da wollen die Leute, dass man besonnen bleibt und nicht jeder Sau, die da durchs Dorf getrieben wird, hinterher springt und mit dieser sterilen Aufgeregtheit noch alle mit verrückt macht. Und das, denke ich, verbirgt sich hinter so einem Begriff. Insofern habe ich ihn angenommen und es ist gut so. Haben Sie stärker das Amt verändert oder hat das Amt stärker Sie verändert? Ja, das ist natürlich immer ein wechselseitiger Prozess. Man geht rein, verändert ein Amt. Es verändert einen selber auch, ja. Wichtig ist, dass man sich natürlich in seinen Grundansichten und nicht verändert, dass man sich nicht verbiegen lässt. Ich meine, gebogen wird man immer. Und das lässt sich gar nicht vermeiden, aber man muss so sein, dass man auch wieder in die Ursprungsstellung zurückschnellt sozusagen und sich nicht verbiegen lässt. Und das habe ich nicht vor. Da ist es dann ein Vorteil, wenn man schon in gesetzterem Alter in so ein Amt kommt. Sie sind ein Mann der klaren Worte. Wie schwer fällt es Ihnen, auf typische Politikerfloskeln zu verzichten? Es wird schwieriger, ja. Weil man, wenn man so ein Spitzenamt hat, da wird jeder Halbsatz sozusagen leicht für bare Münze genommen.
Und da kann man schon auch Irritationen auslösen. Insofern ist es gar nicht so einfach, ja, so bei einem offenen, unverstellten, normalen Sprachstil zu bleiben, sondern man muss auch vorsichtig sein, ja, aber ich versuche das immer noch einigermaßen hinzukriegen, denn ich will ja nicht irgendwann auch die üblichen gestanzten Phrasen von mir geben, wo jeder sagt, viel geredet, nichts gesagt. Ja. Also das muss man sich schon beibehalten, setzt allerdings voraus, dass die Leute, die einen hören, das auch annehmen und nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich meine, kann nicht immer druckreif reden und man sagt auch mal Sätze, wo man hinterher denkt, das hätte es jetzt doch lieber gelassen. Wie kommen Sie damit zurecht, wenig Zeit für sich selbst zu haben? Das ist schon ein Problem, aber ich meine, das muss man natürlich wissen, wenn man solch ein Amt zugewiesen bekommt von der Wählerschaft und es annimmt, da bleibt für das Persönliche und Private sehr, sehr wenig übrig. Also insofern ist das jetzt nichts, was mich überrascht, sondern es frisst einem aber schon richtig auf, ja. Und was mir etwas fehlt, ist so die Zeitfenster auch mit Menschen, die interessant sind, etwas zu sagen haben, öfters zu reden, sozusagen ohne Tagesordnung, mal einfach kreative Gespräche zu führen. Das habe ich im ersten Jahr fast überhaupt nicht machen können. Das habe ich jetzt begonnen, wieder etwas einzuführen. Sonst wird man nur von den tagespolitischen Kurven da aufgefressen. Und man muss auch immer gucken, dass man an der Zeit bleibt und einfach weiß, was passiert jetzt jenseits von Talkshows. Ja, dass man auch weiß, was wirklich sich bewegt in der tiefen Architektur der Bevölkerung und eines Landes. Und darum habe ich mir solche Zeitfenster für produktive und kreative Gespräche und so eine Atmosphäre wieder geschaffen. Sie haben den Anspruch, eine Politik des Gehörtwerdens zu machen. Was heißt das? Politik des Gehörtwerdens heißt, mit der Bürgerschaft auf Augenhöhe zu reden und erst dann zu entscheiden. Das heißt es eigentlich. Es heißt nicht, dass man immer erhört wird. Ich meine, das meinen natürlich viele. Sondern es heißt sowas wie in der Juristensprache nennt man das rechtliches Gehör. Kann die Leute nicht immer erhören, also nicht die, man kann es nicht jedem recht machen. Aber jeder muss doch ernsthaft in die Überlegungen einbezogen werden, der das möchte. Und das muss man dann auch ernsthaft abwägen. Und das meint das nicht. Und dazu machen wir zum Beispiel Leitfäden in allen Ministerien. Wie geht auch zum Beispiel die Beamtenschaft mit den Bürgerinnen und Bürgern um? Nicht jedes Ministerium hat ja so seine Schnittstellen, ja. Also der Umweltminister weiß, er will jetzt Windräder bauen, da gibt es auch lokale Widerstände dagegen. Wie geht man jetzt damit um? Die Sozialministerin weiß, es gibt medizinische Selbsthilfegruppen. Wie baue ich die sozusagen in meine Konzepte ein? So hat jeder Schnittstellen zur Bürgerschaft. Da muss man sagen, Gesprächsleitfäden, Leitlinien machen, die da passen. Nicht, denn das läuft da für jeden Bereich anders. Und da sind wir dabei, können schon auf viel Vorarbeit von vielen Kommunen zurückgreifen. Also Politik des Gehörtwerdens heißt einfach, den Schritt in die Bürgergesellschaft zu gehen und aktiv mit der Bürgerschaft zu kommunizieren. Große Lehre aus Stuttgart 21. Nicht, wenn alles schon eigentlich im Grunde entschieden ist hinter den Kulissen, erst dann die Bürger einbeziehen, das klappt nicht, sondern sie rechtzeitig in die Planungsschritte mit einzubeziehen, dann schafft man doch eher Vertrauen auch in das, was da geschieht. Sie unterstellen einen großen Beteiligungswillen der Bürger. Sind Sie da nicht zu optimistisch? Nein, eigentlich nicht, sondern die Zivilgesellschaft wird wacher und aufmüpfiger. Allerdings natürlich nicht alle.
Wir stellen zum Beispiel fest, dass in modernen Protestbewegungen Frauen, Jugendliche oder Migranten unterrepräsentiert sind. Also wir kümmern uns auch daran, darum, dass wir nicht immer nur die Lautesten hören, ja, und die immer da sind. Ja, das würde ja auch eine Verzerrung darstellen, sondern wir versuchen auch an verschiedenen Stellen Leute, die nicht so aktiv sind, zu mobilisieren. Wir haben es zum Beispiel beim sogenannten Filterdialog gemacht, da Tausende von Menschen angeschrieben. Und dann haben sich auch Menschen gemeldet, die erstmal ganz neu und zum ersten Mal in so einem Dialogprozess drin waren. Und das war sehr gut. Also wir versuchen auch, dass wir da in die Breite kommen. Und dass wir nicht immer nur denselben zuhören. Die Gefahr ist nämlich nicht gering. Die Energiewende ist ein Kernprojekt Ihrer Landesregierung. Warum ist dieses Projekt unverzichtbar? Es ist sozusagen ein Jahrhundertprojekt. Ja. Erstmal sind wir aus einer gefährlichen Technologie ausgestiegen. Einer der großen Gründe, warum es die Grünen überhaupt gibt. Und das Zweite ist, wir müssen aber auch aus den fossilen Energieträgern aussteigen und ganz auf eine regenerative Energiewelt umsteigen, die im Kern von der Sonne sich sozusagen ernährt. Das ist ein Jahrhundertprojekt. Wenn wir das nicht schultern, wird es zu dramatischen Klimawandel kommen. Gerade neuerlich sind wir wieder davor gewarnt worden, nun mal nicht sozusagen von Ökos, sondern von der Weltbank. Also das ist ein ganz wichtiges Vorhaben, das zu machen. Und jetzt kommt sozusagen die zweite Seite. Darin liegt auch eine riesige Chance. Die Sonne schickt uns ja bekanntlich keine Rechnung. Wir können nun durch Energieeffizienz, zum Beispiel auf allen Gebieten, vom Gebäude über das Auto bis zu Geräten, die wir kaufen, auf Energieeffizienz achten und mit solchen grünen Produktlinien, die Ressourcen sparen und Energie sparen, tun wir dann nicht nur etwas für den Klimaschutz, sondern sichern auch die Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten der Zukunft. Ja. Das heißt, wir müssen auch zeigen, dass es auch ökonomisch der richtige Weg ist, den wir beschreiten. Dann nehmen wir nämlich unsere globale Verantwortung da und dann werden das andere, wenn das klappt bei uns, wir sind ja eine der innovativsten Industrieregionen Europas, das also bei uns klappt, werden die Leute sagen, aha, den Weg beschreiten wir auch. Ist es das, was Sie mit der ökologischen Modernisierung der Wirtschaft im Land meinen? Ja, genau das meine ich. Gehen wir nochmal zum Beispiel auf die Ressourceneffizienz. Es ist ja klar, wir haben aufsteigende Regionen wie China, wie Indien, wie Südamerika. Ja, Millionen von Menschen nehmen da jetzt auch an ökonomischen und technologischen Fortschritt teil. Das ist ja nur zu begrüßen. Aber wenn die alle so leben wie wir, wird das für unsere Lebensgrundlagen wirklich eine helle Katastrophe. Und darum ist es so wichtig, dass wir da einen globalen Prozess anstoßen, dass wir unser Lebens- und Wirtschaftsmodell auch mit den Lebensgrundlagen vereinbar machen. Und das ist die große Vision des 21. Jahrhunderts. Mit der Aussage, weniger Autos seien besser als mehr, haben Sie für Irritationen gesorgt. Sind Sie ein Autogegner? Natürlich nicht. Ich fahre ja selber Autos seit meiner Jugend, wie andere Leute auch. Darum geht es überhaupt nicht, sondern der Satz meinte erstmal was ganz Banales. Wenn wir von Staus wegkommen wollen, ja, etwa im Großraum Stuttgart, da müssen wir eben den öffentlichen Verkehr ausbauen und wenn dann mehr Leute vom Auto in die U-Bahn umsteigen, dann wird weniger Auto gefahren, zum Schluss braucht man dann weniger Autos. Also das ist eigentlich ganz banal. Aber weltweit werden natürlich Millionen mehr Autos verkauft werden.
aus den vorher genannten Gründen. Also müssen wir vor allem andere Autos bauen. Ja? Autos, die weniger Sprit verbrauchen. Und die Zukunft wird ja vom Elektromobil bestimmt, dass dann überhaupt keinen Sprit mehr braucht. Also darum geht es, sozusagen eine andere Form nachhaltiger Mobilität zu generieren, wo wir die Verkehrsträger miteinander vernetzen, sodass wir uns auch in Zukunft gut und schnell fortbewegen können, aber eben umweltfreundlich. Und das ist auch eine eminente Herausforderung. Und wenn solch ein Auto keinen Sprit mehr braucht und praktisch mit regenerativen Energien fährt, warum sollte dann noch jemand ein Gegner von einem Auto sein? Aber Staus kann es natürlich auch mit Elektroautos geben. Insofern müssen wir schauen, dass wir uns vernünftiger fortbewegen. Laufen, wenn das angesagt ist, also sozusagen den Langsamverkehr fördern mit Fahrrädern und Laufen, das ist sehr effektiv, zum Beispiel in Ortschaften. Und dann die anderen Verkehrsmittel, ja, Schiene, Flieger, Zug, das gut nach unseren Bedürfnissen aufeinander abstimmen. Das ist eigentlich die große Herausforderung. Dazu braucht man natürlich intelligente Systeme, die wir ja heute mit Handys und PC und iPhone und iPad alles zur Verfügung haben. Und die jungen Leute sind dazu bereit, es auch zu nützen. Insofern werden wir da in ein ganz neues Zeitalter kommen. Der Bildungsaufbruch ist ein weiteres zentrales Thema Ihrer Regierung. Worin besteht dieser Bildungsaufbruch? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Es ist in der Tat eigentlich das wichtigste Anliegen der Regierung, denn in der Bildung liegt ja die Kernkompetenz der Länder. Wir müssen ja sehen, wir sind ja ein kinderarmes Land leider. Und wir müssen schauen, dass die Kinder, die wir haben, dass die besten Chancen haben. Ja? Das sind wir den Kindern schuldig. Es heißt, wir müssen Bildungserfolg von der Herkunft entkoppeln. Also heute ist es ja so, wer Akademiker als Eltern hat, der hat die größte Chance, dass er auch Akademiker wird und so weiter. Das ist das Problem und das müssen wir ändern. Das ist unabhängig von der Herkunft. Jeder seine Chance hat nach dem, was in ihm steckt, wie fleißig er ist, wie er sich anstrengt. Nur das darf der Maßstab sein und nicht aus welcher Familie ich stamme. Also das ist die große soziale Herausforderung. Da machen wir uns nichts vor. Nur wer an Bildung partizipiert, hat echte Chancen, integriert zu werden in einer Wissensgesellschaft. Und deswegen ist das so ein wichtiges Thema. Also erst in erster Linie für die Kinder und Jugendlichen und unsere jungen Leute, aber auch für die Wirtschaft. Ich meine, wie sollen wir unseren Wohlstand halten, wenn wir in einen riesigen Fachkräftemangel reinlaufen? Kann gar nicht gehen. Also müssen wir schauen, dass das nicht geschieht. Und darum ist von der frühkindlichen Bildung und Betreuung über Schulen, Universitäten bis hin zu lebenslangen Lernen, das ist das Kernprogramm der Landesregierung. Da stecken wir am meisten Ressourcen rein und das ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen als Landespolitiker. Gleichzeitig werden Sie in den nächsten Jahren Lehrerstellen abbauen. Wie verträgt sich das mit dem Bildungsaufbruch? Ja, wir müssen einfach sehen, wir haben ja bis 2020 jedes Jahr 25.000 Schülerinnen und Schüler weniger. Das muss sich ja auch irgendwann mal auswirken auf das Schüler-Lehrer-Verhältnis. Ja. Deswegen können wir in Zukunft Lehrerstellen nicht wieder besetzen, ohne dass wir den Bildungsaufbruch gefährden. Also wegen dieses enormen Schülerrückgangs ist es möglich. Und das müssen wir natürlich machen. Wir müssen ja auch unseren Haushalt sanieren. Ja, ja, also das heißt, so können wir beides verbinden. Durch den demografischen Rückgang ist es möglich, in den Bildungsaufbruch zu gehen und trotzdem für die Zukunft auch Lehrerstellen einzusparen. Die Haushaltskonsolidierung ist eine Herkulesaufgabe. Sie haben von den Vorgängerregierungen einen gigantischen Schuldenberg geerbt. Wie wollen Sie den Haushalt wieder ins Lot bringen?
Also in der Tat, Herr Schuldenberg ist gewaltig. Über 40 Milliarden, dazu kommen Pensionsverpflichtungen nochmal, auch von 70 Milliarden, für die wenig Vorsorge getroffen ist. Wir haben eine enorme Zinslast, 2 Milliarden bei einem Haushalt von knapp 40 Milliarden. Also, und jetzt haben wir ein riesiges Haushaltsloch, 2,5 Milliarden. Das müssen wir schließen durch sogenannte strukturelle Einsparung. Das heißt, wir geben ja bis jetzt dauerhaft mehr aus, als wir einnehmen. Das muss sich ändern. Das ist eine gewaltige Anstrengung. Wir werden das so machen, dass wir das Schritt für Schritt, also relativ langsam machen bis 2020, damit da keine Verwerfungen entstehen. Denn wir müssen ja zugleich auch investieren, etwa in Bildung, das habe ich ja vorher schon erläutert, aber auch in die Sanierung etwa von Straßen, von Hochschulen, von Krankenhäusern. Ja. Und dieses Dreieck richtig zu komponieren, sparen, investieren und sanieren, dazu braucht man eben länger, es ist sozusagen ein Langstreckenlauf. Und darum müssen wir leider auf dieser Strecke noch Schulden machen, bis wir dann 2020 auf einer stabilen Null sind. Das ist ja das, was gefordert ist. Als Ministerpräsident bringen Sie sich ja auch in die Bundespolitik ein. Wie sehen Sie Ihre Rolle in Berlin? Ja, ich bin ja jetzt seit kurzem Bundesratspräsident. Und das ist sehr wichtig. Die Länder wirken ja über den Bundesrat an der Bundespolitik mit. Und das machen wir sehr engagiert in allen Bereichen der Politik, natürlich mit Schwerpunkten wie zum Beispiel der Energiewende, um durch die Erfahrung, die wir machen, Bundespolitik gut mitzugestalten. Der deutsche Föderalismus ist ja so konstruiert, dass die Länder auch die Bundesgesetze umsetzen. Nur wir haben die Verwaltungen dazu. Und das ist sehr gut, weil wir die praktischen Erfahrungen, die man mit Gesetzen macht, dann auch wieder einfließen lassen kann. Die Gesetzgebung, ich denke, das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Deutschland in der Krise ganz gut dasteht. Ja, wir machen eine sehr pragmatische Politik. Und darum ist es sozusagen ein ganz wichtiges Spielfeld der Regierung, gut und kooperativ und konstruktiv im Bundesrat an der Bundespolitik mitzuwirken. Eine Frage noch zum Schluss. Sie sind ja nun schon eine Weile im Amt. Welcher war Ihr schönster Moment als Ministerpräsident? Welcher war Ihr schlimmster? Also mein schönster war, als ich an der Energiewende mitwirken konnte. Ja, ein uraltes Ziel der Grünen. Ja, aus der Atomenergie aussteigen, aus der Kohle langfristig aussteigen. Das haben wir da im großen Konsens aller Parteien erreicht. Das war wirklich eine absolute Sternstunde für mich und einer der schönsten Augenblicke meines politischen Lebens. Was Schlimmes habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber der schwierigste Teil war das Ergebnis zu Stuttgart 21. Ich habe 10 Jahre engagiert gegen Stuttgart 21 gekämpft und für einen sanierten Kopfbahnhof. Das Volk hat in einer Volksabstimmung anders entschieden und das muss ich jetzt machen. Wir sind ja Demokraten und in einer Demokratie. Das war natürlich der schwierigste Tag für mich, dass ich etwas gegen das ich war, wo ich so gute Argumente hatte, jetzt sozusagen das umsetzen muss, was ich da jahrelang bekämpft habe. Es war sicher der schwierigste Tag, aber es war klar, dass ich das mache. Und das ist so mit der direkten Demokratie. Da muss man sich dran gewöhnen, dass man nachher auch Sachen machen muss, die man nur für die zweit- oder drittbeste Lösung gehalten hat.